Hallo, liebe Tomaten-Forum-Freunde. Ich mache gerade mal ein kleines Video, weil es, glaube ich, ein bisschen leichter zu zeigen ist, was ich vorhabe. Und zwar, ich habe ja diesen Garten. Das ist ein wunderschöner, ja, abandoned place. Und den bin ich gerade dabei zu reinigen. Hier steht auch mein Keyhole-Garten. Aber ich wollte mal ganz kurz zeigen. Und zwar, ich habe hier an den Mauern entlang, also an dieser großen Mauer hier, so ein, ja, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein schmales Beet halt, ne? Also es ist ziemlich lang. Das geht hier komplett rum. Hier, das ist jetzt dann Richtung Süden. Warte mal, ganz kurz. So, das geht dann im Prinzip hier weiter. Da stehen dann halt zum Beispiel da vorne, da steht halt so ein Baum dazwischen. Hier steht noch ein Baum. Aber ansonsten hat man hier halt relativ viel ja, Fläche, um die Tomaten anzubauen. Und gleichzeitig diese kleine Mauer, wo ich mir dachte, da könnte ich dann zum Beispiel auch irgendwas anbringen, beziehungsweise irgendwie Pfähle rein in die Erde, um halt dann zum Beispiel so einen leichten Schutz zu machen, also oder ein Dach hinzubauen oder vor allen Dingen auch die Schnüre, damit die Tomaten sich da hoch kraxeln können. Das geht halt hier weiter. Er ist ein bisschen chaotisch hier aktuell gerade. Dann geht das noch hier weiter. Da habe ich, glaube ich, in einem von den Videos schon mal gezeigt. Da habe ich auch hier so eine Art Keyhole-Garden-Technik angewandt. Sprich, da diese Dachziegeln, die kann man mit Kompost füllen. Und wenn man halt da reingießt, dann sickert das immer da rein. Aber jetzt über den Winter und den Frühling ist es natürlich komplett zugewuchert. Das muss ich jetzt erstmal sauber machen und dann halt auch wieder, ja, gute Komposterde drauf. Dann das nächste ist, kurz Moment, ja, hier steht der Keyhole Garden. Da habe ich jetzt mal die ganze Erde reingefüllt. Ich muss gleich mal aufräumen hier, die Plastiksäcke. Da ist halt noch eine Mauer und die ist auch dann, also quasi Süden, ne? Also da hat man halt wirklich den ganzen Tag Sonne, die heizt sich dann halt auch auf. Da würde ich halt zum größten Teil Kübel hinstellen, weil ja, da ist halt Beton unten drunter, da ist jetzt nicht irgendwie Erde. Aber die wäre halt auch sehr cool, ne? Und da dachte ich halt auch, da könnte ich dann zum Beispiel irgendwie ein Gerüst hinbauen, vielleicht so diese Dreiecksdinger da, also halt so drei Stäbe, wie so ein Tipi, um halt dann da Tomaten hinzustellen. Und ja, da wollte ich mal eure Meinung hören. Ja, und wie gesagt, hier der Keyhole Garden, den habe ich jetzt schon ein bisschen gereinigt und auch Erde reingetan, da muss aber noch mehr rein. Ja, ich finde die Pflanzen hier schön, die lasse ich auch erstmal, also hier gerade diese unter den Mauern wachsen. Da und da zum Beispiel. Sieht voll cool aus. Ja, und wie gesagt, da muss halt noch mehr Erde rein. Also damit halt der Korb, ja, sagen wir nochmal, bis zur Hälfte irgendwie bedeckt ist. Ja, also sind noch so 3, 4, 5 Säcke oder sowas. Naja, würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr von dem Vorhaben haltet. Ach, genau, was ich auch noch sagen wollte, hier an der Mauer habe ich ja die ganzen Steine gestapelt. Also hier ist eine... Menschen, ganz kurz hier hin. So. Das ist eine komplette Reihe an Steinen, was mit Sicherheit auch ganz cool ist. Dann heizt sich das halt über den Tag über auf und gibt dann halt Wärme nachts ab. Ja, alles klar. Bis denne. Ciao.